Die M-Straße, das wollen wir gar nicht erst aussprechen, soll umbenannt werden und der Vorschlag ist William Anton Amor, der erste Ghana, der 1703 hier studiert hat und gelehrt hat. Genau, nach Anton Wilhelm Amor, dem ersten schwarzen Wissenschaftler in Deutschland, soll die Straße benannt werden. Dieses Umbenennungsfest ist auch Teil von dem Decolonize-Bündnis, was sich stadtweit für eine Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in Berlin einsetzt. Das heißt, einige Straßenumbenennungsinitiativen gibt es vor allem auch im Wedding. Es gab in der Vergangenheit auch schon erfolgreiche Straßenumbenennungen vom Gröbenufer in Berlin-Kreuzberg. Das wurde umbenannt in Mai-Aim-Ufer. Genau, nach der afrodeutschen Dichterin und ISD-Mitbegründerin Mai Aim. Und genau, herzlich willkommen auch von mir nochmal. Ja, dann würden wir eigentlich auch schon überleiten zum ersten Programmpunkt, nämlich ein moderiertes Gespräch zwischen Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Julian Sado, den stellvertretenden Landesvorsitzenden der SPD Berlin. Danke. Hallo Julian. Ja. Okay, gut. Es pfeift noch ein bisschen. Hallo Julian. Schön, dass du hier bist bei dem super Wetter. Sonntagnachmittag gibt es ja auch was Besseres manchmal zu tun. Aber trotzdem schön, dass es hier geklappt hat mit dir. Die Berliner SPD hat ja bereits 2016 einen Beschluss gefasst, die M-Straße umzubenennen und dafür einzutreten, die Bündnisse vor Ort, hier im Wedding, aber auch in Mitte, zu unterstützen, diesen Prozess anzustoßen. Kannst du uns ein bisschen was zum Entstehungsprozess dieses Antrags erzählen, wie es dazu kam und was vor allen Dingen intern diskutiert worden ist und was jetzt auch in der Folge in diesen 3 Jahren passiert ist diesbezüglich? Ja, also die Diskussion um die Umbenennung von Straßen mit kolonialer Vergangenheit läuft in der SPD seit ungefähr 2009, 2010. Es ist also schon echt ein langer Diskussionsprozess. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich den eigentlich von Anfang an begleitet habe, als ich damals noch bei der Jugendorganisation der SPD aktiv war, bei den Jusos. Und wir haben das zum Thema gemacht. Das erste Mal im afrikanischen Viertel in Wedding, weil ich da gelebt habe und wir ein paar Leute kannten, die sich schon damals dafür eingesetzt haben, dass die Straßen im afrikanischen Viertel umbenannt werden, die eine Kolonialvergangenheit haben, nämlich der Nachtigallplatz, die Lüderitzstraße und die Petersallee, die nach sozusagen deutschen Kolonialverbrechern benannt wurden. Und uns ging damals schon gegen den Strich, dass diese Kolonialverbrecher immer noch geehrt werden mit einer Straße. Und ich habe damals gelernt, das wusste ich bis dahin gar nicht, dass Straßennamen tatsächlich die Person oder sozusagen die Organisation oder wer immer auch dort benannt ist in diesem Straßennamen, dass die nicht nur einfach an die erinnert wird, sondern dass denen gedacht wird und dass die geehrt werden damit. Und das ist etwas, was ich ein ganz, ganz schlimmes Symbol fand. Und deswegen haben wir uns mit dem afrikanischen Viertel auseinandergesetzt und dann im Laufe der Jahre eben herausgefunden, dass es noch mehr Straßen in Berlin gibt. Und insbesondere die M-Straße war für uns von Anfang an da auch Thema. Wir haben uns dann immer sehr darauf konzentriert, den Umbenennungsprozess im afrikanischen Viertel voranzutreiben. Bei der M-Straße habe ich die Diskussion so erlebt, nicht nur in der SPD, sondern auch in der Gesellschaft, dass sehr lange umstritten war, ob Mohrenstraße tatsächlich sozusagen eine Kolonialvergangenheit hat oder beziehungsweise eine rassistische Konnotation hat. Da gab es sehr lange Theorien, dass das gar nichts damit zu tun hat und dass das alles ganz anders gemeint ist. Deswegen hat diese Diskussion um die M-Straße ein bisschen länger gedauert. Und warum ich diesen Antrag der SPD gut fand, das war sehr überraschend. Wir hatten als Jusos, als wir den eingebracht haben auf den Parteitag der SPD, eigentlich uns gar nicht große Chancen ausgerechnet, war eben, dass es erstmal gelungen ist, uns auch durchzusetzen, dass das eben ein rassistischer Name ist und das alles schon mit Rassismus zu tun hat. Und das ist zumindest eine grundlegende Positionsveränderung der SPD gewesen. Deswegen war das ein großer Erfolg für uns. Eine kurze Zwischenfrage. Genau das Thema auch hier, ne? dass es einerseits Straßennamen gibt, die, wie du schon sagst, koloniale Verbrecher ehren und andererseits eben Straßennamen gibt, die eben rassistisch konnotiert sind, rassistisch wahrgenommen werden von Betroffenen vor allen Dingen. Die Debatte ist ja immer noch offen. Also bei Begrifflichkeiten, die ganz klar von Betroffenen als rassistisch wahrgenommen werden,
gibt es immer eine Debatte, kann man so sehen, muss man aber nicht. War das ähnlich bei der SPD, dass sie gesagt haben, nee, eigentlich ist es doch eigentlich problematisch, dass, ne, es gibt ja die These, dass es auch angeblich Leute ehren soll beispielsweise. Lief das ähnlich bei der SPD dann? Ja, das lief ähnlich, wobei man immer sagen muss, dass das natürlich nur wenige Leute diese Diskussion ernsthaft führen und dass es natürlich auch immer Leute gibt, das mache ich auch kein Hehl draus, auch in der SPD, die so, sozusagen die Mühen oder den Stress, den so eine Umbenennung auch politisch mitbringt, einfach scheuen und deswegen auch geneigt sind, sich so einer Theorie anzuschließen, dass das Ganze keine rassistische Konnotation hat. Insofern, ja, diese Diskussion gab es schon auch und wir haben aber dann klargemacht, und das hat eben dann auch der Parteitag mit großer Mehrheit dann so beschlossen letztlich, dass es eben nicht darauf ankommt, ob man irgendwie theoretisch eine Begründung finden kann, wie der Name eventuell nicht rassistisch sein könnte, sondern dass es darauf ankommt, wie der Name heute wahrgenommen wird. Und das ist nun mal einfach so, dass er als rassistisch wahrgenommen wird und wahrgenommen werden muss und von den Betroffenen so wahrgenommen wird und dass man deswegen daran was ändern muss. Es ist halt so in der Politik, dass es leider immer nur in Trippelschritten vorangeht. Das frustriert mich auch. Ja, ich bin jetzt seit 10 Jahren mit der Umbenennung der Straße im afrikanischen Viertel. Daran arbeite ich seit 10 Jahren und sie sind immer noch umbenannt, noch nicht umbenannt. Man sieht immer noch die alten Straßenschilder. Aber es geht eben voran und deswegen war ich froh, dass dann seit 2016 erstmal diese grundlegende Position für eine Umbenennung beschlossen wurde. Auch wenn ich natürlich mir wünschen würde, dass es schneller vorangeht und wir jetzt schon weiter wären, als wir es jetzt sind. Das würden Sie uns allen wünschen. Jetzt, weil du sagst, Stichwort, es geht voran. Gibt es ein bisschen was zu erzählen? Was ist seitdem passiert bei der SPD-Land? Auch in Bezug auf die Diskussion mit den Kolleginnen und Genossinnen hier vor Ort in Mitte. Da gibt es ja, glaube ich, immer noch unterschiedliche Auffassungen, wie damit umzugehen ist. Es gibt auch unterschiedliche Modelle oder Vorstellungen, wie man sozusagen mit diesen Straßennamen jetzt hier M-Straße umgehen soll. Gibt es da Bewegungen, Diskussionen zwischen Landespartei und Bezirkspartei? Ja, die gab es. Es ist tatsächlich so, dass da das Land schneller, die Landespartei progressiver war als die Partei hier in Mitte vor Ort. Da gab es am Anfang noch Widerstand. Das ist aber auch geklärt, auch in die Genossinnen und Genossen hier in Mitte, zu denen ich ja auch gehöre, haben inzwischen die Position, dass sie für so eine Umbenennung sind. Vor allen Dingen in der Zeit getan hat, ist aber ja, dass sich seit 2016 ganz erheblich was im afrikanischen Viertel geändert hat. Ich will damit nicht ablenken auf die Diskussion dort, aber da ist es ja so, dass tatsächlich die Umbenennung zumindest beschlossen wurde und das war schon ein harter Kampf, sage ich mal, ohne jetzt dazu jetzt ausführlich zu lang darüber reden zu wollen. Es war schon ein hartes Stück Arbeit, zu diesem Beschluss zu kommen, im Bezirk Mitte diese Straßen dort umzubenennen. Insofern wurde immer gesagt, okay, wir nutzen diesen Prozess dort auch so ein bisschen als Vorbild, beziehungsweise um daraus zu lernen, was eben gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist in dem Prozess, um dann eben bei der M-Straße möglicherweise auch ein bisschen besser, ein bisschen inhaltlicher und vor allen Dingen ein bisschen schneller vorgehen zu können. Insofern kommt es jetzt, hat sich was getan, weil das Thema jetzt viel präsenter ist und weil allen Akteuren auch hier in Mitte klar ist, die Umbenennung der M-Straße muss kommen. Aber es sind eben noch keine formalen Schritte eingeleitet worden. Das Ganze ist noch nicht in den politischen Gremien, in der Bezirksverordnetenversammlung, die das ja letztlich entscheiden muss, beraten worden. Aber wir werden es als SPD in der Zielgemeinschaft, also in der Regierungskoalition, die hier in Mitte regiert, besteht aus SPD und den Grünen, auf jeden Fall zum Thema machen. Hast du gesagt, der Prozess im Wedding ist so ein bisschen eine Blaupause, Vorlage für Verhandlungen jetzt hier in Mitte. Ist auch dann geplant, Zivilgesellschaft, wie das Bündnis hier zum Beispiel oder andere Organisationen, konkret wirklich mit einzubeziehen in diese Debatte? Weil das fällt ja meistens oder oft ein bisschen hinten runter, dass das als notwendiger erachtet wird. Die Organisation, die da schon seit, du sagst, seit 10 Jahren bist du dabei, wir sind, glaube ich, seit 20, 30 Jahren sozusagen an diesem Thema dran. Ist das geplant, das wirklich konkret sozusagen Zivilgesellschaft mit einzubinden bei Veränderungsschritten, bei Maßnahmen?
Also ich halte das für total notwendig, weil das auch etwas ist, was in dem Prozess im afrikanischen Viertel nicht optimal gelaufen ist. Ich würde den Prozess dort eben deswegen auch nicht als Blaupause bezeichnen, sondern als Vorbild im negativen wie im positiven Sinne, weil natürlich auch dort viel schiefgelaufen ist, was man hier anders machen sollte. Was das Manko dort eben war, ist, dass eine echte zivilgesellschaftliche Debatte nicht stattgefunden hat. Weil das ist ja das Wichtige. Es geht ja nicht darum, diesen Teil der deutschen Geschichte, die ein großes Unrecht von Deutschland beinhaltete, zu verdrängen, sondern es geht darum, die Perspektive der Opfer oder der Betroffenen in den Vordergrund zu stellen. Und das geht ja nicht, indem man einfach nur ein Straßenschild austauscht, sondern es geht ja nur, indem eine echte Debatte darüber stattfindet und auch die ganze Bevölkerung, die dort vor Ort lebt, ihnen erstmal klar wird, was eigentlich mit diesem Straßennamen verbunden ist. Das wissen ja viele gar nicht. Sie wissen viele, glaube ich, wirklich nicht, wer Lüderitz war oder wer Peter war. Genauso wenig, wie sich viele auch gar keine Gedanken darüber machen, was es mit der Mohrenstraße auf sich hat. Also ich glaube, dass es vielen gar nicht so klar ist. Deswegen braucht man eine gesellschaftliche Debatte. Die hat nur formal stattgefunden im afrikanischen Viertel, nicht ernsthaft. Und es hat auch dazu geführt, dass letztlich niemand damit zufrieden war. Letztlich. Also es gab Proteste von rechts, eine Initiative pro afrikanisches Viertel, die klar sozusagen aus dem rechten Teil der Gesellschaft kam, bis ins rechtspopulistische, rechtsradikale Milieu, die uns massiv angegriffen haben, die Koalition dafür, dass wir diese Umbenennung machen und gesagt haben, lasst das. Und umgekehrt waren natürlich die Initiativen, die sozusagen die schwarze Community in Berlin vertreten, auch nicht zufrieden, weil sie nicht einbezogen wurden, jedenfalls nicht gut. Und das kann natürlich nicht, das muss natürlich anders laufen in der M-Straße. Es wird in der Zeit im Abgeordnetenhaus ein Prozess angeschoben für ein stadtweites Erinnerungskonzept, Lernen und Erinnerungsort in Bezug auf Kolonialgeschichte, wo eben auch dieses Thema als Querschnittsthema behandelt werden soll, eben nicht nur explizit eben Straßennamen oder nur Museen oder kulturellen Bereich. Siehst du das als Chance, oder kannst du zu dem Konzept kurz was sagen, weil das ist ja auch mitgetragen von der SPD, siehst du das als Chance, dass sozusagen diese Debatte aus den Bezirken so ein bisschen rausgenommen wird und gemeinsam in der Stadt verhandelt wird? Na, wie immer ist das Chance und Risiko zugleich. Das Konzept sieht vor, dass man die Erinnerungskultur in Berlin ganz grundlegend ändert. Dass es eben nicht mehr darum geht, eine einzelne Straße umzubenennen, dass es nicht mehr darum geht, diesen Teil der deutschen Geschichte zu verdrängen, sondern das sozusagen mehr ins Bewusstsein zu rücken und sich mehr damit auseinanderzusetzen und es vor allen Dingen auch nicht mehr zu relativieren. Ja, was ich in der Schule gelernt habe über deutschen Kolonialismus ist, da gab es auch irgendwie ein bisschen was von Deutschland, aber das war nicht so schlimm, weil andere Kolonialmächte waren viel, viel größer und letztlich haben wir nicht mehr so ein großes Stück vom Kuchen abgekriegt. Das ist das, was ich in der Schule dazu gelernt habe. Und ich glaube, es geht darum, das grundlegend zu ändern, indem man in der politischen Bildung aktiv ist, indem man in der Erinnerungskultur, was Museen anbelangt, etwas tut und indem man auch diese ganzen Umbenennungsprozesse von Straßen eben nicht mehr losgelöst sieht, sondern da ein gesamtstädtisches Erinnerungskonzept draus macht. Das ist auf jeden Fall etwas Positives, wenn es gut funktioniert. Es darf aber nicht dazu führen, das meine ich mit Risiko, dass sozusagen alle Bezirke immer nur auf dieses Konzept auf Landesebene warten. Denn wer zuständig ist für die Umbenennung, und daran wird sich auch nichts ändern, ist der Bezirk. Das ist eine der wenigen Rechten, die eine Bezirksverordnetensammlung wirklich hat. Die müssen entscheiden, ob sie umbenennen oder nicht. Und es darf natürlich jetzt nicht so einen Prozess geben, dass man sagt, ja, macht erstmal euer Konzept auf Landesebene und in 5 Jahren sehen wir dann weiter, wie wir mit der M-Straße vorgehen. Und deswegen muss man das immer parallel verfolgen. Also muss vorher sozusagen trotzdem noch parallel Prozesse stattfinden, die auch dann so zu führen, dass die M-Straße zum Beispiel umbenannt wird. Ganz genau. Ja, vielen Dank. Sind wir also quasi schon am Ende. Es sei denn, du hast noch was Wichtiges oder was dir am Herzen liegt, nochmal mitzuteilen oder hier kundzutun? Ja, ich habe eine Sache, die ich ganz wichtig finde, und zwar auch das eine Lehre sozusagen für mich aus dem Umbenennungsprozess im afrikanischen Viertel, was die M-Straße anbelangt. Es ist wahnsinnig wichtig, das, was ihr hier macht. Selbst wenn hier nicht 2000 Leute sind, die dafür demonstrieren, ist das gesellschaftliche Signal, da gibt es Initiativen, die auf dieses Thema hinweisen und die Druck machen, dass diese Umbenennung kommen muss. Die ist unglaublich wichtig, auch für den Diskurs in den politischen Gremien, in einer Bezirksverordnetenversammlung. Und ich weiß ganz sicher, dass es massiven Widerstand gibt von den Gegnern einer Umbenennung. Und
Und es ist in der Politik, und das führt dazu, dass es massiven Widerstand in der Presse gibt. Wie viel Kritik gab es für die SPD im afrikanischen Viertel, dass wir dort die Umbenennung wollten? Ja? Also wir haben da keinen Applaus für gekriegt. Das ist ein Thema, was viel Kritik mitbringt. Das hast du ja auch erfahren, dann als Akteur in diesem Prozess. Deswegen muss es eben aber auch sozusagen die andere Seite geben. Die andere Seite muss laut sein. Das seid ihr hier vor allen Dingen. Die müssen eben auch deutlich machen, hier, wir brauchen diese Umbenennung, weil nur dann kriegt man eben den gesellschaftlichen Druck, dieses Thema eben nicht ruhen zu lassen, was das immer das Einfachere wäre kurzfristig, sondern eben weiter da voranzutreiben. Deswegen kann ich nur sagen, danke, dass ihr euch engagiert, danke, dass ihr dieses Fest macht. Macht es beständig weiter und lasst mit dem Druck auch auf die SPD nicht nach. Wir brauchen den auch. Danke. Machen wir, versprochen.